Fußgänger auf den Schienen und keine Chance mehr zu bremsen. Autos, die falsch abbiegen. Es ist der Albtraum eines jeden Straßenbahnfahrers. Solche Unfälle gibt es immer wieder weltweit. Nicht nur wie hier in Russland. Wenn ein Crash droht, muss der Fahrer voll in die Eisen gehen. Gefahrenbremsung. Steven Rausch zeigt uns, was dann passiert. Das hier ist das Problem bei Unfällen. Trotz Vollbremsung braucht die Bahn sehr lange, bis sie steht. Nachteil an der ganzen Sache, ich habe einen Verkehrsunfall verhindert, aber Oma ist hinten umgefallen, weil sie mit der Situation ja überhaupt nicht gerechnet hat. Sogenannte Z-Gitter können Übergänge sicherer machen. Sie sollen dafür sorgen, dass Passanten nach rechts und links schauen. Aber gerade für junge Leute sind sie oft nicht mehr als eine sportliche Herausforderung. Und viele Bahnen fahren sehr leise, sind kaum zu hören. Wenn Fußgänger Kopfhörer tragen, wenn sie mit dem Handy befasst sind, sich nicht auf den Verkehr konzentrieren, dann ist das natürlich auch nicht gerade förderlich, Unfälle zu vermeiden. Vielleicht aber kann moderne Technik helfen. Frankfurt am Main. Hier fahren schon jetzt Straßenbahnen, die Unfälle selbstständig verhindern. Das System funktioniert mit Hilfe der Kameras. Also die schauen nach vorn, ca. 60 Meter, und geben im Falle eines Kollisionsrisikos dann eine Warnmeldung an den Fahrer. Und in einem Fall, dass der Fahrer abgelenkt sein sollte, würde die Bahn selbstständig zum Stehen kommen. Die digitalen Augen der Bahn scannen permanent die Straße ab. Sie schauen weiter nach vorne als der Fahrer. Erkennt der Computer eine Gefahr, kann er in Bruchteilen einer Sekunde reagieren. Wie das funktioniert, zeigt uns ein Test. Dieser Aufsteller markiert ein Auto auf der Fahrbahn. Fahrer Rosario Lagona wird für uns darauf zufahren. Später gleich festhalten bitte, ne? Die Bahn beschleunigt. Rosario Lagona nimmt die Hände von der Bremse und tatsächlich. Die Bahn kommt zum Stehen. Eine Automatik, die den Fahrern schon jetzt im täglichen Verkehr hilft. Da habe ich mich rechts neben mir auf den Fahrradfahrer konzentriert. Habe auch, eigentlich ein Fehler, immer da hingeguckt und nicht auf meinen vorderen Verkehr geachtet. Und da hat das System mich gewarnt, dass vor mir ein Auto abgebremst hat und links abbiegen wollte. In Frankfurt kann bereits die Hälfte der Bahnen Unfallgefahren erkennen. Seit Einführung des Systems gibt es weniger Unfälle. Und für das Straßenbahnunternehmen rechnen sich die Kameras sogar. Wenn wir zum Beispiel einen Unfall mit dem LKW verhindern können, so ein Unfall kostet uns ca. 500.000, also eine halbe Million. Und dadurch können wir uns diese Systeme schaffen. Der größte Unsicherheitsfaktor im System? Aber bleibt der Mensch. Solche Unfälle wird es darum wohl auch weiterhin geben.